So, da bin ich wieder. Und wie angekündigt, starten wir jetzt mit Miss Ellie's Rodeo. Miss Ellie's Dinner, Goldminenturm und Raumschiffhangar. Also wir werden im Raumschiffhangar unsere Reise durch die normale Welt von Planet Coaster beenden. Aber jetzt kommt erstmal Miss Ellie's Diner. Miss Ellie's Diner hat schon einige tolle Elemente, sogar eine große Holzachterbahn für den kleinen Nervenkitzel. Aber es liegt so weit ab vom Schuss, dass es nicht allzu viele Besucher anzieht und sein ganzes Potenzial nicht entfalten kann. Kannst du hier bauen und für Besucherströme sorgen? Das ist natürlich eine gute Frage. Und die Holzachterbahn ist aber wirklich groß. Ja, und sie überschreitet die G-Kräfte irgendwo. Warte mal. Head Maps. Vorherige. Hey, wo werden denn die G-Kräfte überschritten? Das muss ich mir einmal live angucken, wo das überschritten wird. Schließlich wollen wir damit ja auch noch fahren. Aber erstmal möchte ich unsere wunderbaren Ziele angucken. Ich erreiche eine Fahrgeschäftbewertung von 450. Ziehe 700 Gäste an. Erreiche eine Szeneriebewertung von 80.200. Und das Darlehen zurückzahlen natürlich. Aber das kriegen wir hin, ohne dass wir eine Achterbahn bauen, noch eine, weil die ist eigentlich gut. Wir müssen die hier nur fixen, sage ich jetzt mal. Was haben wir denn eigentlich alles? Was haben wir denn im... Warte mal, was ist denn das Darlehen? Wie viel Darlehen haben wir denn? Ist halt nichts eigentlich, ne? Ich meine, wir könnten ja jetzt schon zurückzahlen. Theoretisch. Machen wir aber natürlich nicht. Was haben wir denn für Attraktionen? Wir haben nur die Achterbahn, die leider nicht gut ist. Unglaublich viele Geschäfte. Und unglaublich viel Personal. Ich mache erstmal Play und gucke mir mal die Achterbahn an, wo wir die umbauen müssen. Die dir nur einen Zug gegeben. Ach, die kann ich auch gar nicht umbauen. Dann habe ich nichts gesagt. Wir machen erstmal jetzt auf langsam.
damit wir auf vernünftiger Basis hier schöne Sachen bauen können. Was soll das denn jetzt hier? Nein. Habe ich einen Mechaniker? Im letzten Park hatten wir Hyper Jump, also bauen wir jetzt diesen hier. Machen wir mal 25 sogar, die ist so groß. Da wir eigentlich ein relativ großzügiges Startkapital haben. Bauen wir hier noch was hin. Und danach bauen wir erstmal ein bisschen Szenerie, würde ich sagen, für die Sachen hier. Wir hier bauen. Denn auf Szenerie wird in diesem Park ja auch viel Wert gelegt. So wie ich das mitbekommen habe. Und genau deswegen machen wir wieder überall einfach so Sachen hin mit Lautsprechern. Wir erreichen damit relativ einfach eine relativ gute Szeneriebewertung. So, was haben wir jetzt schon? Guck mal, wir haben schon da 399 erreicht. Es tut mir leid, aber ich kann so viel nicht brauchen gerade einfach eher.
Wir beiden sind auf jeden Fall schon mal gefeuert. Gefeuert, gefeuert, gefeuert. Gefeuert. Gefeuert, gefeuert, gefeuert. Eins, zwei, drei. Weil die brauche ich nämlich. Mehr Fahrgeschäfte ist für euch einfach zu erreichen. Ihr müsst nur mehr Geld da lassen, um echt zu sein. Machen wir hier mal 500 draus, dass das ein bisschen langsamer geht, weil wir dafür mehr Geld einnehmen. Ist wirklich preiswert. Ne, das möchte ich doch nicht. Dann machen wir mal 8 raus. Ist wirklich preiswert. Machen wir mal 11 draus. Ich will, dass dieser Preiswert-Gedanke wegkommt. Sechzehn, machen wir 17. War 13. Machen wir 11. Also wie gesagt, das, also wenn ihr beschwert euch immer, dass alles so billig ist. Ich verstehe das einfach immer nicht. Das ist nicht mehr preiswert. Das auch nicht. Das irgendwie schon. Den Bronzestern haben wir schon. Alles klar. Park speichern. Ja. Neuen Park auf jeden Fall. Ja, Szeneriebewertung und mehr Gäste wieder, ne? Wirklich preiswert. Alter, ist es bei 20? Machen wir 22. Fünfundzwanzig. Hauptsache, es ist immer noch preiswert. Es kostet 25 eine Fahrt. Ich würde 25. Stell dir mal vor, in Wirklichkeit wird irgendwas 25 Euro kosten. Da wird doch keiner reingehen. 26. Nee, wisst ihr was? Ich mache es auf 22 hoch. Und da bleibt es. Egal wie preiswert das ist. 22 ist mein Maximum für das Ding. Man muss halt irgendwie auch mal ein bisschen an die Kunden denken, ja.
als nächstes könnten wir bauen. Dieses Ding hier. Ich würde sagen, wir bauen einfach so an der Straße den Park lang, oder? Dass wir einfach wirklich nicht so einen Park links und nach links und rechts bauen, sondern wirklich die Straße nutzen, die wir da gegeben haben. Ich meine, da spricht wohl eigentlich nichts gegen, ne? Ist alles so groß. Das finde ich okay, das kann man da ruhig so hin. Nein, das möchte ich da nicht so hinpacken. Irgendwie habe ich das doof gebaut. Bin ich ehrlich, irgendwie. Ja, das war nicht so gut gebaut, aber es ist okay. So, und jetzt würde ich aber ganz gerne in die Forschung starten. Und zwar würde ich gerne Fahrgeschäfte mit euch erforschen noch. Falls es hier noch was Interessantes zu erforschen gibt, zumindest. Und wir werden natürlich unaufhörlich weiterbauen, ne? Also es wird natürlich jetzt nur, weil wir forschen, wenn wir uns das leisten können, werden wir weitere Sachen bauen, ne? Ich finde dich zwar für Kunden immer ein bisschen doof, aber wir machen das trotzdem. Ist nicht preiswert. Ja, hier braucht ihr an der Anstichstange braucht nicht so lang sein, weil da geht sowieso niemand rein. Also grundsätzlich irgendwie nicht. Wir können auch noch mal ein Gebäude bauen, vielleicht. Sind die teuer? Ja, die sind ziemlich teuer, die Gebäude. Leider sind die sehr teuer. Wir haben einfach keiner Gedanken dazu hat, zu dem Ding, ne? Es ist einfach in jedem Park ein Flop, ne?